18, 19. Das ist es. Komm in. Hallo? Sabine. Hallo, Uwe. Ach, da bist du ja. Warte, ich stehe auf. Ach, schön, dich zu sehen. Du siehst schlimm aus. Du nicht. Wie war die Reise? Ganz schön lang. Ich bin seit 30 Stunden unterwegs. Willst du dich erstmal ein bisschen ausruhen? Nein, ich bin zu aufgeregt. Wir können ein wenig spazieren gehen. Direkt hinter meinem Zimmer geht's an den Strand. Puh. Ist es schön hier? Geht so. Ziemlich langweilig. Man kann hier weiße Hummer fangen und weiße Fische. Oder man sitzt rum. Es gibt kein Fernsehen, kein Internet, kein Handyempfang, keine Autos. Wenn man kein Geld hat, gibt's hier eigentlich gar nichts. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich zahle das Zimmer hier, deine Arztrechnung und ich habe dir Papiere besorgt beim Konsulat. Du musst noch einiges unterschreiben, aber ich krieg dich auf jeden Fall ins Flugzeug. Ach, danke. Das ging alles gar nicht so einfach. Die waren nicht sehr wild drauf, dir zu helfen. Du musst denen ziemlich auf die Nerven gegangen sein. Ach, die. Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn man etwas möchte, dann fragt man freundlich. Auf keinen Fall bezeichnet man den Konsul als Diplomatenschwuchtel und seine Sekretärin als Evolutionsbremse und Perückenschaf. Ich habe ungefähr 30 Mal mit denen telefoniert und dabei hat die Frau mir unter Tränen diktiert, was du alles über sie und zu ihr gesagt hast. Echt? Hast du den Konsul einen Puffreispatrioten genannt? Kann sein. Ich war ziemlich fertig und die wollten mir nicht helfen. Ich würde auch niemandem helfen, der mich als Bratwurstprinz bezeichnet. Na, das war doch nur Spaß. So, hier. Analbaron, Riemenriecher, Hodenknecht, Freibierfresse, Urinsteinlutscher, Arschpirat, Achselhaarföhner. Was bitte ist ein Achselhaarföhner? Komm, du bist doch hoffentlich nicht nur gekommen, um mich zu beschimpfen, was oder? Was hast du dir dabei gedacht, die Frau als Arscheule zu bezeichnen? Ich weiß es nicht. Das war damals. Ich meine, es war vor meiner Wiedergeburt. Was für eine Wiedergeburt? Sabine, ich habe mich verändert. Hier, auf dieser Insel, ich habe nachgedacht. Ich bin ein anderer geworden. Nachdem du es dir wirklich mit allen Menschen auf der ganzen Welt verscherzt hast. Es tut mir wirklich sehr leid. Glaub mir, das war ein anderer Uwe, der ist weg. Ich will nicht mehr so sein. Wie warst du denn? Ein Arsch. Ein selbstgerechter, gemeiner, ungerechter und respektloser Arsch.